Man sieht in klassischen Parteien häufig, dass man einzelne Bundesvorstände hat, Bundesvorsitzende hat, die politische Entscheidungen treffen, die diese politischen Entscheidungen alleine treffen. Das hat den Vorteil, dass natürlich eine Person sehr schnell eine Entscheidung treffen kann und den Nachteil, dass nur die Betrachtungsweise dieser einen Person oder dieser kleinen Gruppe in diese Entscheidung mit einbezogen wird. Wenn man tatsächlich basisdemokratisch arbeiten möchte, kann man es erreichen, dass viele Menschen an einem Konzept arbeiten, dass jemand ein Konzept vorstellt und in einer ganzen Gruppe, in einem Schwarm dieses Konzept verbessert werden kann, nach und nach. Also im Endeffekt das gleiche Modell, wie Wikipedia funktioniert und auf Politik übertragen. Und wie macht man das? Da gibt es ganz unterschiedliche Ansätze. Das erste Modell ist, dass man sich in einer Gruppe zusammensetzt, ein Problem diskutiert, aus dieser Problemdiskussion heraus einen Lösungsansatz erarbeitet. Ein anderer Ansatz ist, dass jemand einen Lösungsvorschlag einbringt und den zur Diskussion stellt, dann wird fast zwangsläufig jemand anders einen Gegenvorschlag entstehen. Ja, dann das klassische These, Antithese, ergibt Synthese. Man hat zwei Gruppen, zwei konkurrierende Anträge, die in der Diskussion verschmelzen, einen verbesserten Antrag darstellen. Es ist auch das Schlagwort gefallen, wir wollen ein neues politisches Betriebssystem. Was ist darunter zu verstehen? Darunter ist zu verstehen, dass wir verändern wollen, wie die Partei, wie die Politik insgesamt funktioniert. Wir haben jetzt gerade eine Politik, die sich sehr stark an die Parteigrenzen orientiert. Also die CDU lehnt einen Vorschlag ab, der von der SPD kommt und andersrum. Das kann man ab und zu mal beobachten, dass eine Partei in Oppositionsrolle ein Gesetz ablehnt. Und sobald sie selbst in die Regierung kommt, genau das gleiche Gesetz, unter anderem Namen vielleicht drin, dann verabschiedet. Gleichzeitig ist Politik etwas, das hinter verschlossenen Türen stattfindet. Ausschusssitzungen sind eigentlich fast immer unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Die Protokolle sind nicht öffentlich, man kann nicht nachvollziehen, woher kommen die Entscheidungen, wer hat damit beeinflusst. Und wir wollen erreichen, dass Politik offen funktioniert, dass Politik so funktioniert, dass Menschen mitarbeiten können.